Woche, das Wochenende, einen Makro-Workshop hinter mir. Ich habe diesen Workshop besucht, um mal über den eigenen Tellerrand der Fotografie hinauszuschauen. Und am nächsten Tag sind wir dann fotografieren gegangen an einer sehr schönen Location, eine schöne große bunte Wiese. Ich hatte insgesamt sehr viel Spaß bei dem gesamten Lehrgang. Ich habe neue Techniken kennengelernt. Fast Vertrauen, klettert hoch und jetzt kommt das mit dem, was ich gesagt habe. Spannung ins Bild bringen. Auf mich herabblicken. Auf dich herabblickend. Jetzt bist du unten drin und jetzt wird auf einmal das kleine Tier Makrofotografie. Das kleine, ganz groß. Fantastisch. Versuch mal mit dem Oberkörper etwas weiter hoch zu gehen noch. Genau. Dann ist die Scharfenebene noch besser ausgerichtet. Und jetzt dasselbe wieder und setz sie unten rechts ins Bild vom Ausschnitt. Ah, perfekt. Klasse. Super. Das hat die Art, wie ich bisher unterwegs war, um zu fotografieren, auf jeden Fall verändert. Und ich bin mir sicher, dass ich die nächste Zeit deutlich mehr Zeit investieren werde in die Sache und das Ganze versuche zu perfektionieren. Setz dich, mach dich bequem, setz dich irgendwie hin. Bequem ist schon lang vorbei. Das ist ein Satz. Sehr gut. Leicht unten rechts rein und scharfe Punkt auf das Auge legen. Hervorragend. Mit welcher Blende fotografierst du? 8. Sehr gut. Ich finde es echt total klasse, wie der Roland auf meine Probleme eingegangen ist und nicht nur bei mir, eigentlich bei allen. Also wenn wir jetzt eine solche Blüte mit Blitz, mit Makroblitzen fotografieren, und wir gehen auf dieselbe Höhe von der Perspektive, dann passiert das, was ich gestern erklärt habe in der Theorie, wo ich auch die Bilder gezeigt habe. Dann geht, kommt. Und es hat echt wahnsinnig, fand es richtig gut, hat richtig viel Laune gemacht. Und jetzt gucken wir uns das Ergebnis mal an. Wie sieht das aus? Ja, so, genau das Gleiche. Schwarzer genau, Hintergrund. So. Schwarz, genau das, schwarzer Hintergrund. Genau das, was wir hatten. Ne? Oh, sind die gut. Okay. Sind die gut. Fantastisch. Pause. Kann man das vielleicht rausschneiden, das Schwitze? Was mir am besten gefallen hat, war, dass der Roland dann jeden einzelnen Teilnehmer individuell unterstützt hat und Tipps gegeben hat, wie man sich noch verbessern kann. Ganz fantastisch, also erstmal die Bildaufnahme, nämlich jetzt sind wir etwas hierüber. Das, was ich eben noch gesagt habe, so ein kleines bisschen ziehen. Jetzt haben wir es. Der nächste Schritt zu dieser Aufnahme wäre, die Schärfe nach hier vorne legen. War sehr überrascht mit wie wenig Aufwand die Bilder vom Roland entstanden sind, mit wenig technischer schon Aufwand, ohne großartig Schlitten etc. 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 Eine Alternative, wunderschön hier, die Form. Die geht raus und kommt zurück. Die geht also in einem Bogen ins Bild. Wunderschön harmonisch. Minimal hoch angesetzt, aber von der Bildaufteilung, von der Ausstrahlung klasse. Und dann nickt sie sich wieder ins Bild rein. Das ist einfach die Positionierung ins Bild. Und das macht's aus. Wenn du das hier hingesetzt hättest, dann würde ich jetzt vor Schmerzen schreien. Fibonacci. Hier einhackst. Nicht so. Dann guck die Flockenblume. Dann haben wir erstmal wieder die normale, grundsolide, gute Aufteilung. Die erstmal gut ist. Und dann gucken wir weiter. Was kann man da noch spannender machen? Aber die ist nicht langweilig, die ist zunächst mal gut, weil das Handwerk ist. Das ist fotografisches Handwerk. Ich habe lieber ein bewusstes Foto mit Fehlern, als einen unbewussten Volltreffer. Wer ist Zufall?
Und dann habe ich das gesehen, wo ich gedacht habe, irgendwie ist das vertauschte Rolle. Ich liege auf dem Boden und fotografiere. Mir hat es auch rein von der menschlichen Seite sehr viel Spaß gemacht. Roland ist ein sehr lustiger Typ. Es hat insgesamt viel Freude bereitet. Das ist eine Baumwanze, eine Larve einer Wanze, die sieht, wenn sie erwachsen ist, ähnlich aus. Die hält also ein bisschen die Struktur, aber die wird nochmal um die Hälfte größer. Das ist eine flügellose Larve, ein fantastisches Motiv. Man sieht, wie die mit dieser Färbung auf dieser Pflanze getan ist. Ich habe die erst gar nicht gesehen. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ich baue wie eine Spannungskurve auf. Das ist Mathilda. Das ist die Larve, die Nymphe 3 der Ameisensichelwanze. Die findet keine Sau, es sei denn, man heißt Elfriede. Warum rufst du mich nicht? Die ist so spannend. In ihrer Nymphenform tarnt die sich als Ameise. Und das habe ich immer rausgeholt. Gucken wir uns mal nach. Das ist Mathilda. Das ist jetzt, das müsste nach, das muss ein bisschen aufgehellt werden, aber jetzt muss ich Biologie machen. Also das geht jetzt gar nicht ab. Jetzt rufst du mich. Das ist Mathilda. Mit einem Ameisenkörper, von der Form her, sieht ja aus wie eine Ameise, ist aber eine Wanze. Weiße Blüte vor dunklem Hintergrund, heller Hintergrund. Exakt abgestimmt. Das macht die Bildwirkung aus. Der Negativraum, der ist das Entscheidende hier. Das Ganze hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und meine Erwartungen wurden eigentlich übertroffen. Und ich würde es gerne nochmal machen. Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen und kann es nur weiterempfehlen, mein Lehrgang. Ich bin übrigens der Marlon.